Also er hat vorgelesen, eine Postkarte von einem weiblichen Fan, und die hat beschrieben, dass Männer Ende 40 eben mit beiden Beinen im Leben stehen, ausgesorgt haben und eine Kreditkarte haben und sowas und ein paar Sachen aufgezählt. Und ganz am Ende hat sie geschrieben und haben auch noch Leben in der Hose. Und das Publikum, was da saß, waren nur Mädchen. Und deswegen hatte die Redaktion auch diesen Brief ausgesucht. Und weil halt da nur Frauen saßen. Und dann riefen die auch, wie bestellt, zeigen, zeigen. Das war ja auch okay. Und dann habe ich gesagt, komm runter, du kleine Eschi, ich zeig's dir. Ohne eine völlig normal bestimmte Person. Ja, sie haben reagiert, ja. So gut, dann haben wir gelacht, dann ging sie dann weiter, erledigt, zack. Die gingen raus, was wir wussten es zwar, dass der Lehrer, die Lehrerin, die da mit den Mädchen dabei war, stinksauer, weil halt vorher sind so ein paar Zoten gefallen von dem Aufwärmer. Der kam schon zu mir, der Warmacher, sagt, du vorsichtig, die ist ganz giftig drauf, die Lehrerin da, und die sind angepisst, weil die sollten eine Führung kriegen durch die verschiedenen Berufssparten. Und die sind aber nur als Klaköre hier. Und damit hat mit Ticketing hatte ich nichts zu tun. Das traf nicht meine Schuld. Und dann gingen die und dann hat man nichts mehr von gehört. Und die Sendung wurde 3 Monate später ausgestrahlt. Und nachdem die Sendung ausgestrahlt worden war, hat mich das Mädchen, was ich angesprochen fühlte, das war die einzige, die 17 war, und alle anderen waren 18. Die einzige, die 17 war, fühlte sich sexuell belästigt. Aber erst nachdem es ausgestrahlt war. Ja. Und die Bilder hat aufgegriffen, 17 Jahre. Minderjährig, sexuelle Belästigung. Erst verbale sexuelle Belästigung, nachher sexuelle Belästigung. Alles klar, die Bild-Zeitung ist natürlich die ultimative Instanz für guten Geschmack.